Hallo, liebe Community. Ja, ich wollte euch mal wieder ein neues Spiel vorstellen. Und zwar handelt es sich dieses Mal um Wolschen, ja. Und das ist ein Spiel, was noch in der Alpha ist, ja. Und man kann es schon per Early Access über Steam ergattern. Und ich möchte euch sagen, ich bin hellauf begeistert davon. Es ist eine Alpha, natürlich ist noch nicht alles drinne. Aber schaut mal, wie das alleine aussieht, ja, wie sich die Sonne hier in dem Wasser spiegelt. Also, von der Atmosphäre her, vom Bums her, von allem drum und dran, ist das hier das Spiel, was so am ehesten, was man so als am allerersten als Diablo-Killer bezeichnen könnte. Das hier ist die Map. Es ist Open World. Anfangs hat man so tutorialmäßig ein paar Quests und danach lautet die einzige Quest: Erkunde die Welt. Wie ich die löse, weiß ich immer noch nicht, aber es ist egal, weil es macht so viel Laune und Erkunde die Welt ist vermutlich alle Wegpunkte hier zu ergattern, die jetzt hier gerade zu sehen sind. Diese kleinen Türen hier auf der Karte sind einfach Instanzen, wo man rein kann. Und ich bin hellauf begeistert. Das Skillsystem ist ein bisschen komplizierter. Ich zeige euch das mal. Das hat ein bisschen was. Das hat ein bisschen was von Path of Exile. Das Coole ist, man kann diese Räder auch drehen. Ich habe hier zum Beispiel, ich spiele einen Hunter, also einen Jäger. Ich skill das hoch und habe dann hier einen Betrüger, der auch eine Fernkampf-Einheit ist. Beziehungsweise diese grünen Abilities hat. Ne? Also grün heißt immer irgendwie, ja, ist irgendwo so diese ähnliche Rolle. Hier gibt es auch Gladiator, der ist rot und so weiter. Ich skill das jetzt noch. Dieb. Wegen ganzen Ausweichsachen. Und wie gesagt, ich könnte jetzt über diese Dinger, könnte ich die äußeren Ringe, kann ich hier irgendeinen Ring anwählen und den drehen. Ich glaube, dass da auch noch weitere Ringe dazukommen. Also Skillsystem, richtig cool, richtig viele Möglichkeiten und so weiter. Ansonsten mit den Skills ist es so, die kann man hier beim Händler kaufen, beziehungsweise die droppen auch, das sind Bücher. Und im Prinzip muss man die nur einmal gekauft haben, damit man die Ability hat. Ich könnte jetzt hier Feuermunition kaufen. Das habe ich hier schon für meinen Hunter. Und diese ganzen Abilities skalieren auch zusammen. Das ist total cool. Wenn ich jetzt hier mal schieße, dann seht ihr, dass es mehrere Farben hat, weil ich gerade Feuermunition, elektrische Munition, Frostmunition und explodierende Munition dabei habe. Ich muss euch das gleich zeigen. Ja. Linke Maustaste ist einfacher Schuss, rechte Maustaste ist Sperrfeuer, das ist je nachdem, was für eine Klasse ihr gewählt habt. Also ihr fangt auch ähnlich wie bei Path of Exile quasi mit einer neutralen Klasse an und könnt euch dann, also je nachdem, was für eine Waffe ich anlege, verändern sich auch diese linke und rechte Maustaste. Wie gesagt, ich müsst die Bücher sammeln, wenn ich die Ability ausführe und damit was kille, leveln die von alleine. Also im Prinzip kann ich all das spielen, was ich will. So, ansonsten habe ich auch hier eine Kiste. Die Itemisierung ist noch nicht so weit, wie gesagt, es ist eine Alpha, ne? Also ich habe nur zwei gelbe Sachen und durch Zufall droppte dann auch hier, habe ich vorher noch nie gesehen, ein legendäres Item. Ihr werdet jetzt sagen, wenn ihr euch meinen Skillbaum anguckt, oh Krümel, du bist ja schon so mega weit. Manche Dinge haben hier noch gar keine Abilities. Ja, wenn man das hier schaut, diese Passivfähigkeit wurde noch nicht implementiert. Ja, also es ist halt wie gesagt eine Alpha. Ich bin erst Level 11, aber ich habe auch schon wirklich Stunden Spielzeit. Ja, ich mache jetzt einfach mal weiter. Warte mal, könnte ich da mal als nächstes hin? Ich gehe jetzt mal hier wieder an den Wegpunkt. Wie gesagt, hier sind die Instanzen. Das zeige ich gleich auch mal, wenn ich an einer vorbeikomme. Da war ich schon drinne. Vielleicht erstmal ein bisschen so die Gegend zeigen, weil es ist auch Tag- und Nachtrhythmus. Das heißt, wenn es dunkel ist, sieht man das nicht so schön und man sieht die Effekte nicht so schön wie jetzt. Von daher will ich das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Also, es sieht grafisch schon echt gut aus. Ich hoffe, es ruckelt jetzt hier nicht zu sehr mit dem Open Broadcast, damit ich das auch. Diese Dinger sind Items. Die könnte ich jetzt nehmen. Das war ein Schwert. Das steht immer nur kurz da, ähnlich wie in Diablo. Schaut mal, da sind zwei, die wollen Backenfutter. Und denen gebe ich jetzt einfach mal dreckig. Habt ihr das gesehen? Und ihr wisst, ey, ganz ehrlich, ne? Ich bin ja momentan so im Hack-and-Slay-Fieber. Ich habe irgendwie zuerst das Spiel, was ich letztens im Video vorgestellt habe, gespielt. Da habe ich Grim Dawn gespielt. Alle reden von Grim Dawn, wie geil Grim Dawn ist.
Ich habe es gespielt, ich finde die Grafik unglaublich furchtbar und ich finde es auch das Spielgefühl nicht mal ansatzweise spektakulär wie in Diablo oder Paths of Exile. Und dieses Ding hier, ne, obwohl es auch eine Alpha ist, macht mir mehr Laune als die anderen beiden zusammen. Das ist echt krass. Warum? Ich spiele den Hunter. Ich kann euch die Klasse nur wärmstens empfehlen, weil die so Bock macht. Weil das hier, ihr Lieben, genau das ist, was ich in einem Hack and Slay haben will. Nämlich das. Völlig überdimensional explodierende Monstermassen mit meinen Abilities. Das will ich. Ich will nicht irgendwie, wenn ein Hunter schießt, dass so ein kleines Schüsschen rauskommt und irgendwas rumfällt. Sondern, wenn ich ein Hack and Slay spiele, will ich irgendwas abfeuern, was einfach eine verdammte Atombombe ist. Sowas. Ja? Die Skelette müssen platzen. So und nicht anders. So, das ist übrigens meine explodierende Munition. Ja, guck mal, wie süß er kommt. Zack. Und das sind keine kleinen Mobs. Vor ein, zwei Stunden habe ich mich echt noch abgequält und dann habe ich diese Bücher von diesen Abilities gefunden. Und seit ich die kombiniere, geht hier die Post ab. Und durch die Passiven kann man das halt auch, dass es auf andere überspringt. Schaut mal hier. Es ist halt fucking Armageddon. Am 24., ihr Lieben, kommt dieses Vikings, ich habe den vollen Titel vergessen, von Calypso Entertainment. Da warte ich auch drauf. Das ist so ein bisschen Ragnar Lockbrock in Hack and Slay. Problem an der Sache ist nur, es sieht für mich so ein bisschen aus, als wäre es irgendwie ein normales RPG, was du einmal durchspielst und was dann quasi irgendwie so erledigt ist. Da habe ich persönlich ein bisschen Schiss vor, weil das ist ja genau, was ich nicht will. So, so wieder ein Wegpunkt geholt. Oh. Gibt es hier auch irgendwelche Mobs eigentlich? So, wie gesagt, ich soll die Welt erkunden und ja, ich mache ja selten, was man mir sagt, also, aber in diesem Fall mache ich das mal. Hol alle Wegpunkte und hoffe dann, diese Quest, die da heißt, erkunde die Welt, abzuschließen. Ich würde euch gleich gerne nochmal so ein Dungeon zeigen. Dungeons sind noch sehr oberflächlich. Hat nur eine gewisse Anzahl von Models. Ich gehe jetzt mal. Ich bin jetzt hier, ich könnte jetzt hier hochgehen und dann zu dem. Oder ich gehe zu denen hier. Also das hier ist ein Dungeon, das hier ist ein Dungeon. Das wird auch einer sein. Das ist perfekt. Dann hole ich den Wegpunkt und gehe vor euch, damit ihr das seht, mal in einem Dungeon vorbei. Ach, das ist das Ding. Scheiße. Ich glaube, hier kommt man nicht raus, ne? Also grafisch ist das ein. Oh mein, irgendwas ist da. Hä? Hä? Genau. Es hat natürlich noch ein paar Bugs. Es ist ja völlig klar, ihr Lieben, dass es noch Bugs hat. Es ist eine, ich glaube, ich sagte es erst 37 Mal, eine Alpha-Version. Aber für eine Alpha-Version, Alter, die Grafik, ey. Das sieht halt überragend aus. Ich hoffe, es läuft einigermaßen flüssig. Während ich hier gerade die Aufnahme anschaue, läuft es nicht so flüssig, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ich hoffe, es geht. Also bei mir hier läuft es flüssig und da könnt ihr euch nichts von kaufen. Also, wie gesagt, im Open Broadcaster sieht es nicht so flüssig aus. Wenn ihr jetzt denkt, ja, ist ja eine Alpha und funktioniert. Oh, es ist so geil. Du killst halt die Monster nicht nur, du feierst halt ein verdammtes Silvester. Und du kriegst auch noch irgendwie Cash dafür. Und es ist auch so romantisch dabei, ne? Hallo? Ansonsten, falls ihr euch wundert, was hier hin und her geht, das eine ist Wut, das andere ist Umbra. Das ist auch ein bisschen, ich will nicht sagen, aus Diablo geklaut, aber so die Ressourcensysteme sind auch so ein bisschen so. Gewisse Abilities kannst du halt nur zünden, wie zum Beispiel meine rechte Maustaste, wenn ich genug Wut aufgebaut habe. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber Moment mal, der Demon Hunter in Diablo 3 hat ja keine Wut. Nein, aber das heißt dann anders. Aber der hat auch zwei verschiedene Ressourcen.
Aber ich wiederhole mich nochmal, ihr Lieben. Es ist doch genau das, was man in einem Hack and Slay will. Ja, das ist ja auch, was Diablo so ausmacht. Dass du nicht einfach nur Monster killst. Sondern du schießt sie ins Universum. Also, wie einfach das jetzt ist und wie schwer das jetzt am Anfang war, weil ich diese Abilities noch nicht hatte, ne? Und jetzt ploppt einfach alles weg. Es ist so krass. Und wie einfach das jetzt ist. So, wo komme ich zum Wegpunkt? Ah, hi. Oh no! Es ist eine Falle! Das war gerade übrigens ein gelber Mob. Du denkst dann immer, okay, es war ein gelber. Ich glaube, ich habe das auch ganz gut geskillt. Ich habe mir ein, zwei Beta-Videos, bzw. Alpha-Videos angeguckt. Und die Synergien, die der Hunter hat, sind halt recht stark, finde ich persönlich. Ich habe jetzt auch noch nichts anderes gespielt, muss man fairerweise dazu sagen. Ja? So, Wegpunkt. Jetzt muss ich hier hin, um euch nochmal die Instanz zu zeigen. Ja, es ist ja gut. So. Ach so. Guck mal hier. Wütender Zombie. Seht ihr? Und jetzt ist so ein Buch gedroppt. Brutaler Angriff. Eine neue Ability. Ich lerne es. So, falls ihr euch wundert, was hier jetzt rechts im Bild ist, das hier. Das hat im Prinzip nur, dass meine Munition irgendwie sein Level vergrößert hat. Yep. So, wo geht's denn lang? Ja, ich scheine auf dem richtigen Weg zu sein. Hi ho, hi ho. Es ist halt einfach verfickt. Entschuldigt meine Formulierung. Es ist halt einfach Silvester. Es ist halt einfach Silvester. Und es macht so Bock. Falls ihr sagt, ihr Lieben, auch Krömer, jetzt, du machst uns schon wieder so heiß. Wir wollen das auch spielen. Gibt es schon bei Steam Early Access. Einfach Wolzen eingeben. Ich glaube, ein 20 oder so kostet das. Oh, hi. Hab ich gar nicht gesehen. So, jetzt sind wir gleich hier bei dieser Instanz. Die zeige ich euch nochmal eben. Es soll auch wirklich nur ein angezockt sein. So, das ist der Eingang. So, dass ihr einen groben Einblick habt. Das Spiel hat jetzt auch noch nicht so viel zu bieten, ja. Man kann halt, es ist halt Open World, man kann im Prinzip nur leveln. Es hat noch nicht viele Quests. Ich bin mal gespannt, ob irgendwas passiert. Ich bin mal gespannt, ob irgendwas passiert, ihr Lieben, wenn ich alle Wegpunkte habe. Oder ob das jetzt wirklich noch so unfertig ist, in Anführungsstrichen, dass gar nichts passiert. Dass es also noch ein Platzhalter ist. Weil also so ganz ohne Quests... Ey, da ist ja wieder der... Oh, warte mal, ich bin viel zu weit gelaufen. Da ist wieder so der Diablo-Spieler in mir, ne? Dass ich das ganze Gold immer aufheben muss. Das ist, schaut mal, ich kann das einfach nicht liegen lassen, ne? So, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Ah, hier oben. Hi, Jungs. Oh. Schattengriff. Sehr gut. Das ist dann so eine Rogue-Ability. Also rechte Maustaste ist echt Overkill, ne? Hallo? Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Trank gefunden. Ah, ihn hier habe ich gefunden. Ja, ein Wuttrank ist halt Bullshit, ne? Könnte ich ein bisschen Wut aufbauen. So, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Ist er das? Ich glaube, das ist er, ja. So, jetzt bin ich in der Instanz, ihr Lieben. Und die Instanzen, erstmal abgesehen davon, dass das wirklich sehr, sehr, sehr gut aussieht, alles.
sind halt noch sehr oberflächlich. Meine Synergien, meine Schüsse sind halt nice. Sie machen halt nicht nur ohne Ende Schaden. Hallo? Sondern sie frieren den ein und so weiter. Es gibt noch mehr Schüsse. Ich soll noch, laut dem Guide, den ich geguckt habe, beziehungsweise laut dem Bild, den ich geguckt habe, soll ich noch den Giftschuss kriegen und einen davon rausnehmen. Ich weiß aber nicht mehr welchen. So, die Innis sind nicht so lang. Glaubt mir einfach, ihr Lieben, wenn ich euch sage, dass der Anfang sehr viel schwerer war, als ich gedacht hätte. Es sieht jetzt so leicht aus und so, seht ihr, da kann ich jetzt nicht durch. Hier hinter hängt der Boss. Wir müssen erstmal einen roten Schlüssel holen. Ja, ich kill sowieso alles. Einfach, weil es auch so viel Spaß macht. Es ist halt so, dass man, wenn man das jetzt spielt, einfach wahrscheinlich so sagt, ja, es wiederholt sich sehr, sehr viel. Die Bosse oder beziehungsweise die Mobs sehen alle gleich aus. Wo liegt denn jetzt die Motivation, das zu zocken? Es macht mega viel Spaß. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und in Hack and Slays ist es ja auch eigentlich eher so oder meistens so, dass die Itemisierung und die Items die Langzeitmotivation sind. Also ähnlich wie bei Diablo kann auch hier, ach, er hat sich schon hingelegt, kann auch hier, kann man also quasi die Wände und so weiter, die Umgebung irgendwie wegpusten. Da sieht man, der ist gelb, das ist wieder Miniboss. Ja, wie gesagt, es ist noch ein bisschen, teilweise ist es noch ein bisschen buggy. Hatte halt die Ability, da macht er manchmal nach oben, ja. Und auch das Anklicken von Mobs ist ein bisschen schwierig. Das arbeite ich schon mit der Shift-Taste. Die Shift-Taste sorgt dann dafür, dass du immer schießt. Das kennen wir auch aus Diablo. Das ist, glaube ich, die Leertaste, oder? So, das muss auch noch weg. Ist ja schön, dass ich darüber informiert werde, dass es ein Level-Up hat, aber dass ich das jedes Mal wegklicken muss, nervt halt schon sehr. So, eigentlich müsste ich jetzt mir den Durchgang verdient haben für den Endboss. Ja, ich meine, wie gesagt, es ist eine Alpha, es ist alles noch nicht drin, es gibt keine Dialoge und natürlich dadurch auch noch keine richtige Atmosphäre, abgesehen vom Spielspaß. Das heißt, natürlich denkt man auch so, ja, das ist ja alles so ein bisschen öde. Ja, aber das ist halt irgendwie jetzt gedacht, um das ein bisschen zu tunen, das Spiel. Von daher gibt es hier auch noch keine Atmosphäre in Bezug auf Endbosse und Instanzen. Und die Instanzen, glaube ich, drei oder vier verschiedene Layouts in Sachen Instanzen. Also ich kenne das schon. Die werden teilweise anders zusammengesetzt wieder, aber im Grunde sieht das alles sehr, sehr, sehr gleich aus. Aber ich spiele es trotzdem aktuell sehr, sehr gerne. Also, ich war richtig froh, dass ich mit Grim Dawn aufhören konnte, um das zu testen. Ich muss echt sagen, mir haben so viele von euch oder so generell so viele Grim Dawn empfohlen. So, das ist jetzt der Endboss, ist auch spannend. Ja, der war auch noch weiß irgendwie. Das heißt, ein weißes Minion ist hier der Endboss. Spannend. So. Also das wird alles noch kommen, die Dialoge und die Atmosphäre und das sicherlich auch unterschiedliche Models und das Loot wird hoffentlich auch mal besser. So, jetzt bin ich schon wieder raus hier aus der Hütte. Hab hier auch eine Portal-Funktion. Ja, das haben wir auch geholt. Jetzt muss ich mich nachher so in diese Richtung bewegen. Kann ich eigentlich von hier aus auch sagen, ich will dahin? Nee, ich muss in der Nähe eines. Ja, gut. Ich muss mich jetzt dahin porten, hiermit. Mache ich aber nicht. Ich laufe einfach dahin. Ihr Lieben, ich habe noch nicht viel, was ich zeigen kann. Und das habt ihr gerade gesehen. Schaut mal auch hier bei Nacht, wie das Licht sich in dem Wasser hier spiegelt.
Das ist wirklich lecker. Also optisch ist das wirklich lecker. Oh, steht da eine Beinschiene? Die grapsche ich mir mal. Ist alles tot? Ja. So, was ist denn jetzt? Ich will hier zum Wegpunkt. Muss ich hier irgendwo hoch? Ja, es ist teilweise so ein bisschen unübersichtlich. Gerade so nachts. Lieben, das war ein kleiner Einblick in Wolzen. Wie gesagt, ich bin erst Level 11. Level 11 ist aber gar nicht so niedrig. Es macht königlich viel Spaß. Es ist mega unfertig. Aber das ist ein Titel, den solltet ihr im Hinterkopf behalten und am Auge. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Vikings Hack and Slay, auf das ich zum Beispiel warte und einige von euch auch, nicht so geil ist und dass man vielleicht einmal durchspielt oder so. Vielleicht ist es auch geil, ich weiß nicht. Falls ihr einen guten Titel sucht, der mega viel Potenzial hat, solltet ihr dieses Wolzen hier auf der Rechnung behalten, im Blick behalten so oder auf der Rechnung haben. Und guckt mal rein, wenn ihr es kauft, könnt ihr nicht nur Alpha spielen, sondern natürlich auch später, wenn es released wird. Ich glaube, dass dieses Spiel riesen viel, sehr, sehr viel Potenzial hat. Und das erste Spiel ist nach Diablo und vielleicht Path of Exile, was mich vom Spielgefühl her von den Socken gerissen hat. Ne? Warum habe ich euch gerade gezeigt? Ich bin euer Stevino, wie gesagt, 20 Tacken ungefähr bei Steam. Wenn ihr Bock habt, schaut selber rein. Wenn nicht, dann nicht. Dann wartet vielleicht noch. Und ja, das war ein kleines Angezockt von eurem Krömer. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, ich spiele weiter. Vielleicht mache ich noch ein zweites Video, weil wer weiß, was da noch so kommt. Ansonsten bin ich für eure Tipps ganz dankbar, weil dieses Wolzen habe ich als Tipp auch vom Yannick bekommen. Also gebt mir bitte weiter Tipps in den Comments, auf dass ich es dann vielleicht teste, wenn es geil ist, so wie hier. Vielen, vielen Dank, ich bin euer Stevino, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! It's all about the bumps in your heart.